Restaurant haben wir mit E bezeichnet. Da haben wir zum nächsten Mal gehabt. Eine Null in die neue Zelle. Pass auf, das kommt alles auf YouTube. Also auf Deutsch ein Punkt. Er ist mal nichts groß. Ich habe gesagt, der Rand von einem Punkt ist zu groß. Ist nichts. Leer. Dann haben wir gehabt die eindimensionalen Zellen. Bei den eindimensionalen Zellen unterscheiden wir erst drei Fälle. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben hier den Raum, X-Achse, Y-Achse und Z-Achse, dann können Sie jetzt diesen Raum zunächst einmal sich vorstellen, das beobachten von oben. Wenn Sie von oben beobachten, sehen Sie nach vorne gehen die X-Achse und nach rechts gehen die Y-Achse, das ist der Grund. Und da schaut zum Beispiel seine eindimensionale Zelle so aus. Da ist P, da ist Q. Oder sie schaut so aus. Können Sie sich ja vorstellen, dass Sie da haben. Die Z-Achse, da die Y-Achse. Da haben Sie eine eindimensionale Zelle, die so ausschaut. Da ist P, im Aufriss, da ist Q, im Aufriss. Sieht so aus. Ja. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass das Ganze so ausschaut. Da haben die Z-Achse im Kreuzriss und die X-Achse im Kreuzriss. Das ist so eine Zelle. Da ist P3', da ist Q3'. Also entweder parallel zur X-Achse oder parallel zur Y-Achse oder parallel zur Z-Achse. Das heißt also, sie schauen entweder so aus, parallel zur X-Achse irgendwie, oder parallel zur Y-Achse, so, oder parallel zur Z-Achse, irgendwie so. Das sind die drei Möglichkeiten. Ja? Und immer ist es so, dass wir sagen, Rand, sieht man, also der Rand von so einem PQ ist der Endpunkt Q minus den Anfangspunkt P. Q minus P. Also so ist die Zeit des Maßzeichen. Dann gibt es die zweite Maßzeichen. Da gibt es auch drei Typen. Also, eigentlich haben wir so den Raum im Schrägriss. Oder wie man sagt, axonometrisch. X, Y, Z. Habe ich da zum Beispiel ein Zeichen, da den Grundriss. Also ich betrachte das Ganze von oben. Also die Y-Achse Grundriss und die X-Achse Grundriss. Die Z-Achse ist nicht mehr sauber. Also so eine eindimensionale, eine zweidimensionale Zelle kann so ausschauen. Parallel zum Grundriss. Ja? Das ist der Punkt P, wo die X- und Y-Koordinaten am gleichsten sind, sein Grundriss jedenfalls.
Und da ist der Punkt Q. Was haben wir? R. Das ist der Punkt R, wo die Koordinaten am größten sind. Den Punkt nennen wir was? Q'. Den nennen wir S'. Ja? Die eine Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit ist, wir sagen, da habe ich im Aufriss die Y-Achse, da habe ich im Aufriss die Z-Achse. Und dass die Zelle zur Aufrissebene parallel ist. Okay, passt. Ja? Das läuft so aus. Das ist der Punkt mit den kleinsten Y- und Z-Koordinaten. Sagen wir, das ist P, 2', ein Aufriss. Das ist der größte mit den größten Y- und Z-Koordinaten. Das ist R, sagen wir, 2'. Das soll sein Q2'. Und das soll sein S2'. Ja, oder es besteht die Möglichkeit, dass wir haben, hier Z3', X3', der Kreuz ist. Also ich schaue das Ganze hier sozusagen von rechts ab. Ja, dann könnte eine zweidimensionale Zelle so ausschauen. Bitte beachten Sie, dass hier der Punkt P ist, weißt du es davon, mit den kleinsten X- und Z-Koordinaten, dass hier der Punkt R ist, mit den größten X- und Z-Koordinaten. Ja, ich sage, das ist jetzt ZX-Ebene. Z zuerst X da. Das heißt, da kommt man hier. Q3'. Da kommt erst S3'. Ja? Also in der räumlichen Situation schaut die Sache so aus, entweder ist die parallel zur Grundrissebene oder sie ist parallel zur Aufrissebene oder sie ist parallel zur Kreuzrissebene. Seht ihr das? Und wie erkläre ich dann den Rand vom PR? Das heißt der PR, die zweidimensionale Zelle. Und gleich zu groß, so habe ich das genannt. Das ist meine Bezeichnung. Ja? Aber nicht sehr geschickt. Wie erkläre ich das? Das sage ich, dieser Rand ist einfach, dass ich nehme. Ich gehe von P nach Q, ich gehe von Q nach R ich gehe von S nach R, aber verkehrt rum. Ich gehe von P nach S, aber verkehrt rum. Also beachten Sie, ich mache das so, dass ich in den eckigen Klammern immer so schreibe, dass der Punkt über die kleineren Koordinaten hat als der. Ja? In den Klammern mache ich das so und durch das Vorzeichen kriege ich, dass ich dann die richtige durchlaufen kann. Sie könnten, wenn Sie wollen, wenn Sie schreiben plus RS plus SP, bin ich nicht böse. Ja? Aber sozusagen, wenn man sich auf meine Bezeichnungsweise stur einhält, dann darf da hier nur ein Punkt mit größeren Koordinaten sein als da. Ja? Also wie laufe ich da, damit Sie sehen? PQ, also so runter, nicht runter, so nach vor, QR, so nach rechts, SR, aber hinauf, PS, aber hinüber. Wie durchlaufe ich? So wie die Uhr nicht geht. Ja, jene Uhrzeit. Oder bei der hier, wie durchlaufe ich? Von P nach Q, von Q nach R, von S nach R, aber verkehrt rum. Von P nach S aber verkehrt vor. Gehe ich in Uhrzeit. Sehen Sie das? Wie durchlaufen. Aufpassen, schauen Sie. Von P nach Q, zuerst die Z-Richtung müssen wir nehmen. Dann von Q nach R, dann die X-Richtung. Dann von
S nach R aber verkehrt rum, dann von P nach S aber verkehrt rum. Immer gegen Uhrzeit. So durchlaufen. Klar? Ist eigentlich sehr, sehr nahe. Und da gibt es die dreidimensionale Zelle. Na, wie schaut die aus? Das ist ein Quader, wenn Sie sich das anschauen. Ja? Also, ich erlaube es mir da hier, versuchen einzuzeichnen. Da ist X-Achse, Y-Achse, Z-Achse. Und die Kanten des Quaders sind achsenparallel. Das heißt, parallel zu den Achsen soll das sein. Naja, also, man muss sehr liebevoll sein, wenn man das macht, aber das ist halt so. Das ist er. Der Quad. Der achsenparallele Quad. Und wo ist der Punkt mit den allerkleinsten Koordinaten? Das ist der hinten, unten, links. Der da. Das ist P. Und dann laufen wir schön entlang. P, Q, R, S. Und dann gehen wir weiter. Oh, P, U, V, B. Und den Quader haben wir dann als PV bezeichnet. Weil P hat die allerkleinsten Koordinaten, weil er unten, hinten, links ist. Und V hat die allergrößten Koordinaten, weil er vorne, oben, rechts. Ja? Und was ist der Rand von dem Quader? Der Rand von dem Quader ist, wenn Sie so wollen, die Oberfläche des Quaders. Ja? Die nehme ich. Und zwar in folgender Weise. Ich schaue mal das Ding von oben an. Da gibt es da die Deckfläche und da die Grundfläche. Die Deckfläche nehme ich positiv. Die Deckfläche, das ist die Zelle TV. Sehen Sie die? Die kleineren, schaut die größeren Zelle an. Die Deckfläche nehmen wir. Und was machen wir mit der Grundfläche? Das ist PR. Sehen Sie das? PR ist die Grundfläche. Die ziehen wir ab. Minus PR. So, plus, jetzt habe ich den Quader von oben. Dann schaue ich jetzt einfach von rechts an. Im Kreuzriss. Ich schaue von rechts an. Dann nehme ich die Vorderfläche, das ist SV, wie Sie sehen. Und die Rückfläche da hinten, was machen wir mit der? Das ist PU. So, und jetzt das mache ich mit dem Quader. Jetzt schaue ich ihn von vorne an. Wenn ich von vorne anschaue, dann sehe ich da die Vorderfläche. Das ist QV. Und was ist da die Hinterfläche? PW, die ziehe ich ab. Ja? Und da habe ich jetzt die sechs Flächen des Quaders richtig, mit den richtigen Vorzeichen, zu einer Kette von Zellen, zu einer Zellen addiert. Ja. Also sie haben auf Deutsch die Oberfläche. Aber man muss die Oberfläche richtig nehmen, gell? Also immer mit dem richtigen Vorzeichen.
immer was vorne, was oben, was rechts ist Plus, was hinten, was unten, was links ist Minus. Da kann Ihnen aber nichts passieren. So. Und was ist, wenn ich habe Lambda? Das ist gleich C1, Sigma 1 plus C2, Sigma 2 plus so weiter plus Cn, Sigma n. Wenn ich habe eine Kette, was ist dann wohl der Rand von Lambda? Was ist der Rand von der Kette? Na, was glauben Sie, was ich mache? Ich nehme von all diesen Sigmas was? Die Ränder und addiere sie so oft, wie sie vorkommen. Das ist also C1, weil der Rand von Sigma 1 plus C2, weil der Rand von Sigma 2 plus und so weiter plus Cn mal der Rand von Sigma n. So machen wir es. Ja? Also machen wir Beispiele. Erstens, wenn Sie so wollen, der räumliche Mäander. Ich will fast keine Koordinaten hinschreiben, sondern die Zeichnung reicht aus. Wir haben das ja schon einmal gemacht. Wenn Sie sich erinnern können, das Ding hat so ausgeschaut. Also ich bin nicht ganz sicher. Die Z-Achse, die X-Achse, die Y-Achse, da sind wir, glaube ich, von diesem Punkt A ausgegangen. Wie sind wir dann gegangen? Sind wir dann nach rechts gegangen oder nach vorgegangen? Weiß nicht. Nach rechts. Dann sind wir dann nach rechts gegangen, hier, zu diesem Punkt B. Da sind wir aber, glaube ich, nach vorgegangen. Glaube ich. Dann sind wir nach vorgegangen, zu diesem Punkt C. Da sind wir nach oben gegangen. Kann man nicht hier? Da sind wir nach oben gegangen, hier. Zu diesem Punkt D. Und auf der anderen Seite, ich mache das deshalb, damit ich es halbwegs schön zeige. Da war der Punkt, glaube ich, H. Da hier war der Punkt G. Und da hier war der Punkt F. Und da oben sind wir raufgegangen, wusch. Das war der Punkt E. Das stimmt. Also das war dieser räumliche Mäander, den Sie kennen. Da war also Lambda gleich, wenn man es richtig schreibt. A, B plus, nicht? Nach vor, nach rechts, nach vor, plus B, C. Nach oben, plus C, D. Da gehen wir nach hinten, wenn wir so fahren. Also schreiben wir minus ED. Weil ED geht ja in Wirklichkeit nach vor, wie es sein soll, da drinnen. Aber wir schreiben minus, wenn wir in Wirklichkeit so laufen. Da gehen wir in Wirklichkeit nach unten. Wir schreiben minus FE. Wir schreiben, da gehen wir nach vor, plus FG. Da gehen wir nach links, wir schreiben minus H. Ich glaube, das haben wir es auch aufgestellt, gell? So. Und wie schaut der Rand dieses Mäanders aus? Der ist gleich. Was ist der Rand des Mäanders? Der ist immer gleich. Endpunkt in die Antwort. B minus A. Dann kommt Plus. Dann kommt C minus B. Dann kommt Plus. Dann kommt D minus C. Dann kommt D minus E, aber minus. Also minus D plus E.
da kommt eigentlich E minus F, aber minus, das heißt, es kommt minus E plus F. Da kommt G minus F. Da kommt G minus H, aber minus davor, das heißt, es kommt minus G plus H. Da sehen Sie, da passiert das große Wunder. B minus B, schwarzer Stein. C minus C, schwarzer Stein. D minus D, hier warm. E minus E, Fuchs. F minus F, weg. G minus G, vorbei. Übrig bleibt H minus A. Also es bleibt übrig, wie das so hübsch zusammenhängt, weil das so hübsch zusammenhängt, Endpunkt minus A. Das ist aber nur deshalb, weil ich es zusammenhängend gemacht habe. Ich meine, wir könnten auch Ihre, Ihre Strecken dann nebeneinander addieren und dann haben wir halt viele Punkte. Ja? Aber bei denen hebt es sich gerade so schön auf. Nicht? Aber das ist jetzt noch. Und Sie sehen, darum ist es so wichtig, dass man die richtigen Vorzeichen kriegt. Die Vorzeichen sind das einzig Schwere eigentlich dagegen. Überhaupt noch schwer. Das ist ja wirklich ganz eins. Wenn man es einmal befällt, man sagt, warum redet er so lange? Zweitens, das war die geöffnete Schachtel. Machen wir wieder eine kleine Skizze, damit wir wissen, wie die Schachtel ausschaut. Sie können sich da erinnern. Da war die X-Achse, da war die Y-Achse. Da ist die Z-Achse. Und ich glaube, das hat so ungefähr so ausgeschaut. Korrigieren Sie mich, falls ich nicht. Ungefähr so. Ich will nicht machen, dass das da so. Ja. Da war der Punkt A, gibt es? Schauen Sie nach, ja? Dann war hier der Punkt B, da war hier der Punkt C, hier war D und da war oben. Da hier der Punkt E, da der Punkt F, da der Punkt E und da der Punkt H. Ja? Der Schachtel hat so ausgeschaut. Da haben Sie reinschauen können in die Schachtel. Das ist halt perfekt. Ja, einverstanden, das ist unsere Schachtel. Und was ist unsere Schachtel? Unsere Schachtel ist ein Lambda. Nämlich folgendes Lambda. Die Schachtel besitzt eine Vorderseite. Das war BG, gell? Plus, dann besitzt er rechts eine Seite. Rechts besitzt eine Seite. Immer kleinste Größe. Plus DG. Ja? Kleinste Koordinate, größte Koordinate. Kreuzes. Ja? Der Kreuzes ist am schwersten sich vorzustellen. Also plus DG. Dann besitzt er die Hinterseite. Das ist AH. Aber was machen wir A mit AH? Minus, was die Hinterseite. Dann besitzt sie da die linke Seite. Die linke Seite ist AF. Was machen wir mit AF? Minus, weil sie.
Und dann besitzt sie deine Grundfläche. Das ist AC. Was machen wir mit AC? Minus, weil es unten ist. Was ist mit der Deckfläche? Also besitzt sie nicht, weil sie offen ist. Ja? Da haben wir ja die Schuhe reingebaut. Das wäre ja, besonders für Frauen das Entsetzlichste, wenn sie wüssten, die Schacht ist geschlossen, wenn sie die Schuhe reingeben, nicht? Obwohl sie sie auch rausnehmen will. Also gut, wieder auch sein. Gut. Was ist der Rand von Lambda? Ja? Also, BG, das ist diese Fläche. Dann müssen wir folgendermaßen gehen. BC plus CG minus FG minus BF. Okay. Ja? Ich durchlaufe ihn gegen den Uhrzeigersinn. Den Rand, also DG. DG, das ist der hier. DG. Wie laufen wir da? Das ist DH. Plus HG. Minus. CG. Minus. Kürzt sich das ganze Beispiel wieder weg. Bleibt am Schluss nur das ganz oben über. Da kommt Erde. Aha. Aha. Da müsste ich plus AD nehmen, aber ich habe Minus davor, jetzt habe ich Minus AD. Dann müsste ich plus dh nehmen, aber ich habe minus, dafür schreibe ich minus dh. Dann müsste ich minus eh nehmen, aber ich habe minus, dafür schreibe ich plus eh. Dann müsste ich minus ae nehmen, aber ich habe minus, dafür schreibe ich plus ae. So, jetzt kommt der Bruder. Das ist AF. Da habe ich AE, müsste ich Plus nehmen, aber ich habe ein Minus davor, habe ich Minus AE. Dann habe ich EF, müsste ich Plus nehmen, aber ich habe ein Minus davor, dann habe ich Minus EF. Dann hätte ich minus BF, aber ich habe minus dafür, dann schreibe ich plus BF. Und dann hätte ich minus AB, aber ich habe minus dafür, dann schreibe ich plus AB. Das ist minus. Weil die Hinterseite minus genommen wird. Minus und minus und plus. Sprich, alle Vorzeichen kennen sich um. So, das ist der erledigt. Jetzt kommt ja, das AC. Minus die hintere Fläche. AC. Ja, weil es wieder von Haus aus als oder? Dann geht einfach nur noch nach. Man muss ein Gehen an Uhrzeit AB. Aber ich habe ein Minus davor, da schreibe ich Minus an. Dann BC, aber ich habe ein Minus davor, da schreibe ich Minus. Von oben nach unten. Aber weil es ein Minus ist, weil es ja Minus. Die ganze Rechteckfläche ist, geht man dann minus. DC minus, und wir haben ein Minus davor, das habe ich plus DC. So, ich hätte dann noch ein Das wäre eh logisch. AD, minus, aber wir haben ein Minus davor, das habe ich plus AD. So. Und jetzt? Kommt Farbe ins Spiel? Gut.
BC. Da ist es. Und da ist weg. Sehen Sie es? CG. Sehen wir das irgendwo? Erste Reihe, Ende. Erste Zeile, wo ist die CG noch? Ende. Ah, erste Zeile, Ende. Ah, super. CG und weg. FG kommt noch einmal vor. Gibt es? Ah, vielleicht. Na gut. BF. BF. Minus BF. Dritte Zeile anfangen. So, das ist ein super Hörsaal. Da hat man so viele Farben. Das ist ja Wahnsinn. Es gibt sogar grün und braun. Wahnsinn, Wahnsinn. Also schön. So, dann. BH. BH. Kommt jetzt noch mit DH weg? Zweite Zeile da. Mitte. Dann. HG. Ich glaube, das ist ein Einsiedler. Minus DC. Muss ein Plus DC auch sein. Ja. Minus DC, Plus DC. Super. AD. Minus AD. Plus. Ganz am Schluss. Plus AD. Weg. Und was haben wir dann noch? Andere Farben, andere Farben, andere Farben. Fort. Ist ja auch schon wurscht, ich mache nichts anderes. So, dann haben wir. EH ist ein Einsiedler, glaube ich. Plus AE. Minus AE, die stehen ja hier nebeneinander. Minus EF. Das ist alleine diese weite Welt. Plus AB, minus AB, das geht aber weg. Sehen Sie das? Schön. Was ist daher? Mein, wenn ich so sagen darf, mein D Lambda ist gleich. Da haben wir mal. EH ist ganz gut, gell? EH plus AG. Plus HG, sagen Sie? Ja. HG, dann schon. Plus HG. Plus. FG, 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 FG. Minus FG. Minus. Minus EF. Ja. Minus EF. Ja. Das war ja. Und da. Ja. Aha. Und schauen Sie. Was ist denn der Rand von EG? Was ist denn EG? EG ist der Deckel von der Schachtel. Sehen Sie das? EG. E kleinste, G größte Koordinate. Der Rand von EG ist gleich. Wir laufen einmal nach vor, EF. Dann laufen wir nach rechts, FG. Dann laufen wir HG, aber nach hinten. Und dann laufen wir EH, aber nach links. Ich bin so, alles ja, und merken Sie was? Das, was da oben steht, ist gerade das Entgegengesetzte von dem. Ja. Das da ist gleich minus dem Rand von EG. Ja. Soll ja so sein. Ne? Jetzt wird jemand kommen und sagen, warum sagen Sie nicht einfach, warum sagen Sie einfach plus GH oder sowas dafür? Das können Sie zurückmachen. Nur der Vorteil, dass es sich dadurch einhat, ist der Nachteil, dass Sie immer schauen müssen, dass beim Vertauschen man auch wegkürzen kann. Bei mir kann man sofort wegkürzen, weil es immer gleich heißt. Ne? Also das ist der einzige Vorteil, der mir. Was wir aber sehen,
wie sieht das Ganze aus? Wir sehen. Erstens. Also, Punkt des Ganzen. Wenn ich habe eine zweidimensionale Zelle, also wenn ich habe eine eindimensionale Zelle, ist das der Rand der eindimensionalen Zelle. Der Rand der eindimensionalen Zelle besteht aus zwei Punkten. Was ist der Rand von diesem Rand? Na, der Rand von diesem Rand ist der Rand von Q minus dem Rand von P, aber der Rand von Punkten ist was? Nichts. Also der Rand vom Rand von Sigma ist nichts. Sie haben hier eine zweidimensionale Zelle. Eine zweidimensionale Zelle, so wie sie da hier dasteht. Da. Zweidimensionale Zelle, da ist ihr Rand. Einverstanden? Meine Frage ist jetzt, was ist der Rand vom Rand dieser zweidimensionalen Zelle? Nichts. Was ist der Rand vom Rand von PQ? Das ist der Rand von diesem Zahn. Entschuldigung. Das ist also gleich. Q minus P plus R minus Q minus R plus S minus S plus P. Bitte, was habe ich falsch gemacht? Oder nicht steht der Rand vom P, ja? Vom P, ja. Vom P. Danke für was. Danke. Rand vom P. Danke. Einer passt auf. Der Rand von diesem Rand vom P. Also ich bin der Rand von diesem Dicke. Aber da sehen Sie, da passiert ja was Großartiges. Q minus Q, keine Q, minus P plus P, kein P, plus R minus R, kein R, plus S minus S, kein S, der ist leer. Ja. Und was ist der Rand vom Rand einer dreidimensionalen Zelle? Ja, das wissen wir jetzt bei der Schachtel, wenn wir die Schachtel zumachen. Was ist dann der Rand vom Rand der Schachtel? Auch leer. Also der Rand vom Rand ist immer leer. Ränder sind randlos. Ja? DD Lambda ist immer leer. Wir schreiben dafür auch DD ist gleich 0. Also macht. 0 ist wie ein Faktor. Der macht alles leer. 0 macht alles leer. DD ist gleich 0. Ränder sind randlos. Der Rand vom Rand ist randlos. Ja. Der Rand von einem Rand ist leer. Das haben wir nur dadurch zusammenbekommen, dass wir immer die richtigen Vorzeichen genommen haben. Also ich wiederhole mich immer wieder. Der Rand vom Rand ist. Aber das ist deshalb schön. Jetzt haben wir den Rand erledigt. Wir wissen, was der Rand ist, und wir wissen, dass der Rand von einem Rand leer ist. Und jetzt machen wir was Ähnliches bei den Differentialformen. Bei den Differentialformen betrachten wir Differential bezeichnen wir immer mit D, so ein D. Das ist das Differential. Und wenn wir eine Differentialform haben, dann werden wir jetzt lernen, wie man eine Differentialform differenziert. Und das ist ganz einfach. Wir haben ja drei Typen von Differentialformen. Omega
ist gleich d von x, y, z. Ist also eine Differentialform. Nullter Stufe. Und wie differenziere ich das Omega? Was ist dann d von Omega? Na, d von Omega ist das d von dem b. Ja? Was ist das d von dem b? Und da erinnere ich Sie an das erste Semester. Das haben Sie nur bei mir gelernt, aber bei mir haben Sie es gut gelernt. Das ist dw nach dx dx plus dw nach dy dy plus dw nach dz dz. Kein Strich. Also, das ist gleich. W nach x differenziert dx plus w nach y differenziert dy plus w nach z differenziert dz. Und was haben Sie denn da vor sich? Eine Differentialform, nämlich gleiche Stufe. Erste Stufe. Also das Differential einer Differentialform nullter Stufe ergibt eine Differentialform erster Stufe. Nämlich die hier. Jetzt nehmen wir an, Omega ist gleich u mal dx plus v mal dy plus w mal dz. Also sowas nennen wir was? Das ist eine Differentialform? Ja. Und die differenzieren wir. Also das da ist Differentialform erster Stufe. Und da schauen wir uns an, was ist denn das d Omega? Wie differenziere ich die? Und ich erkläre sie dann. Es geht ganz einfach ohne Overhead folgendermaßen, dass man es schreibt, wie es da steht. Merken Sie sich, ich schreibe es, wie es da steht. Es kann mir nichts passieren, ich schreibe es, wie es da steht. Glauben Sie mir, ich habe Ihnen die Bezeichnung mal so beigebracht, dass nichts geschehen kann. Sie sagen, Summenregel, das ist du dx plus dv dy plus dw dz. So ist es. Ich meine, ein paar könnten kommen und könnten sagen, da haben sie was vergessen. Wer hat eine Idee? Was könnten die vergessen haben? Wer hat eine Idee? Wer möchte ins Buch des Lebens? Bitte. Das D von dx. Also der U, D, dx. Ja, sehr gut. Sie schauen mir Ihren Namen auf, Lips. Glaubt da nicht, gell? Aber Sie kommen. Sie kommen. Da müsste man ja fast Produkte hier wegnehmen. Da kommen wir noch U, D, dx zu nennen. Das ist nicht falsch. Aber Sie werden sehen, es ist gut, wenn ich so definiere. Ja? Also lassen wir es einmal vorher. Also wie geht das? Das du ist nichts anderes als du nach dx dx plus du nach dy dy plus du nach dz dz. Das ist das du, einverstanden? Und dann ist es dx. Plus dv. Was ist denn das dv? Das dv ist dv nach dx dx plus dv nach dy dy plus dv nach dz dz. Das ist das dv. Und dann nehme ich die dy. Ja? Plus, jetzt kommt das dw dran. Was ist das dw? Da oben. Das ist dw nach dx dx plus dw nach dy dy plus dw nach dz dz. Und was steht daneben? Dz.
Das ist gleich. So, jetzt müssen wir die ausmultiplizieren. Jetzt haben wir aber gelernt, wie man so die Differenziale multipliziert. Sie können sich daran erinnern. Was ist dx dx? Null. Dx dx ist nix. Dann steht hier dy dx. Das will ich nicht schreiben. Ich schreibe lieber dx dy. Dx dy. Aber wenn ich statt dy dx, wenn ich statt y dx dx dy schreibe, was handle ich mir da ein? Minus. Ein Minuszeichen. Minus die u nach dy. Was ist das? Also das darf ich erledigt, weil das wegfällt. Das darf auch schon erledigt. Kommt doch irgendwo ein dx dy vor? Gibt es irgendwo ein dx dy? Ja, ja. Da gibt es auch ein dx dy. Sehen Sie das da hier? Sehen Sie das? Da kommt dx dy aber recht gefolgt, richtig reinfolgt. Sehen Sie das? Ja. Da haben wir plus dv nach dx. Und beide multipliziert mit dx dy. Sehen Sie das? Mhm. Schön. Was gibt es denn da noch in dieser weiten Welt? Ja, also jetzt haben wir das da auch erledigt. Okay? Das ist mit dem. Nein, das ist überhaupt erledigt. Y und Y ist 0, das haben wir auch erledigt. So, da bleibt noch. Dz dx. Schreiben wir es hin, dz dx. Passt. Dz dx. Das ist du nach dz. Du nach dz, dz dx. Erledigt. Kommt da auch noch die z dx vor? Nein, aber die x dz kommt vor. Sie sind da hier. Da kommt die x dz vor. Wenn ich statt die x dz die z dx schreibe, was muss ich da hier einhandeln? Minuszeichen. Dann schreibe ich minus die w nach dx. Und das ist erledigt. Das haben wir auch. Y und y ist null. Na super, was bleibt uns dann noch? Da steht die z y. Dz, dz, das ist eh 0, das fällt weg. Da steht dy und dz. Schreiben wir plus dy und dz. Dann kommt das da hier plus. Das ist die w nach dz. Ah nein, die w nach dy, das da hier. Das ist plus. Und dv nach dz muss minus sein, weil der steht jetzt verkehrt. Minus dv nach dz. Das kommt raus. Sehen Sie, was rauskommt? Eine Differential von welcher Stufe? Zweite Stufe. Wir müssen uns nur merken, die schönen, braven Regeln, die x, dx ist 0, die y, dy ist 0, dz, dz ist 0, dy und dx ist minus dx, dy. Der x dz ist minus dz dx, dz dy ist minus dy dz. Ja? Wenn wir das uns auswendig merken, dann kann nichts passieren. Man schreibt hin, wie es da steht. Wirklich ganz einfach. Jetzt habe ich überzogen, eine Differentialform der zweiten Stufe werden wir auch differenzieren lernen. Das ist sogar noch einfacher, also wird das wohl ergeben, eine Differentialform. Machen wir morgen. Da werden wir was Tolles entdecken. Boah, 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 kommt das voll. Boah, kommt das voll. Gut, ja.